Heute bei der Wahnsinn-Sowas Sven Martinek im Team mit Bernhard Hoecker. Es geht gegen Esther Sedlacek und Elton, das Vater-Tochter-Duell. Jetzt geht's los. Heute ist es nicht nur einfach so eine Wissensshow. Heute ist, wer weiß denn sowas, ein Familienduell mit Vater und Tochter, mit Sven Martinek und seiner Tochter Esther Sedlacek. Man spürt das jetzt schon, die beiden sind sehr wettbewerbsorientiert. Ich bin da sehr zuversichtlich. Du bist zuversichtlich, dass es gut gelingt heute? Ja, klar. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ja, komischerweise sind wir das auch zuversichtlich, dass es gut gelingt. Das ist ganz komisch. Ja, aber wir werden sehen, wie das dann heute ausgeht. Aber ich habe gleich was ganz Spannendes. Ich bin gespannt, ob Sven es vor allen Dingen weiß. Wussten Sie eigentlich das? Der Kilimandscharo, ein Salzberg mit 120 Metern, die höchste Erhebung zwischen Magdeburg und der Ostsee ist. Wusstest du das? Aha. Super. Also, gewohnte Atmosphäre für dich. Wir haben das versucht, so ein bisschen so zu halten, wie du es ja sonst auch kennst. Begeisterte genau. Menschen, die euch anfeuern, die ja. sich freuen. Ja, wenn manchmal schmeißen auch welche Bier. Ja, kommt auch vor. Kommt auch vor. Aber erst mal gucken, wie der Spielverlauf wenn's ist. Den richtigen gucken. Ausverkauft ist bei uns ja immer. Es sitzen nur nicht auf beiden Seiten immer gleich viel. Nee. Hinter Bernhard und Sven Martinek sitzen heute 71 Zuschauer. Hinter Elton und Esther Sedlacek sitzen 53. Wow. Und, das ist und eins ändert sich nie. Wir haben auch heute wieder 12 Kategorien auf unserer Wand. 12 Kategorien heute sind Clever, Schlagzeilen, Zahlen bitte, Technik im Büro, das Fragezeichen, Staatsgeheimnis, Erfinder, damals, andere Länder, andere Sitten, tierisch, tierisch und Trick 17. Ihr dürft die erste Kategorie wählen. Mehr Leute sitzen hinter euch. 500 Euro für jede richtige Antwort und ein Publikumsjoker für jedes ja. Team. Heute ist so ein bisschen eine Angstwand, finde ich. Boah, das ist echt eine brutale Wand. Also ich hätte Lust auf Staatsgeheimnis. Wenn du jetzt nicht irgendwas anderes sagst, nehmen wir Staatsgeheimnis. Nehmen Staatsgeheimnis. Wir nehmen Staatsgeheimnis, aber... Das ist doch ein guter Anfang. Ja, wir erst dürfen halt nicht antworten, ist das Problem. Ach so. Der amerikanische Präsident sitzt an einem Schreibtisch, geil. Dessen Holz... Super, oder? A. von einem Schiffswrack stammt, B. von Abraham Lincoln persönlich geschlagen wurde oder C. 50.000 Jahre alt ist. Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Also, wenn du es weißt, dann und ich finde alle drei Antworten total cool. Also von einem Schiffswrack stammt. Schiffswrack finde ich ja sehr, finde ich schön, finde ich romantisch irgendwie. Das hätte was, weil es hätte ja auch sowas, wir sind mit Schiffen rübergekommen, ne? Ja eben, das hätte so ein Symbol vielleicht ja. von einem bestimmten Schiff. Also ich wäre bei A. Du wärst bei A, okay. Ja. Und du glaubst nicht, dass Abraham Lincoln gesagt hat, ganz ehrlich? Du, das kann ich auch glauben. Ich kann genauso glauben, dass es 50.000 ja, Jahre alt ist. Aber mir gefällt A am besten. Und wenn ich was nicht weiß, dann nehme ich doch lieber das, was mir am besten gefällt, oder? Ja, 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 ja. Oder? Natürlich nie, ich würde nie was ja. anderes nehmen. Was ist das? Zur Not könnte man damit ja auch noch mal irgendwo hinsegeln. Machst du? Was denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Habe ich was unter, noch ein Preisschild unterm Schuh? Bei Bernhard hängt Elektrode raus. Bist What? Du noch... Ich hoffe, die hängt nicht bei Bernhard raus. Nein, ich guck mal. Aber ach, hier! Das ist der Anschnallgurt. Da fehlt ja. Ob das überhaupt noch funktioniert. Wir bräuchten einen Adapter. Doppel-7-polig auf USB. Das aber hier oben hängt noch sowas, das sieht so ähnlich aus. Warte, das sind genauso viele Kabel. Warte. Ist das auch lose? Ja, das ist auch lose. Steck das mal zusammen. Wissen Sie, wo die Notausgänge sind? Wurde Ihnen das gesagt? Nee, das passt nicht. Das sind zwei. Kai, nimm den roten, zwei den roten Draht. Nimm den roten Draht. Gleiche Enden. Sonst, wackel mal ein bisschen. Auf. Vielleicht geht ja dann die richtige Antwort ich an. Mal so. Es geht ja alles. Vielleicht lassen wir es einfach so, wie es ist. Ich versteck's einfach nur wieder. Oh, oh, oh.
Also, du bist für also A. Nur, ja. Wir haben alle nur der Vollständigkeit habe, ich habe bei der Gelegenheit bei Bernhard gleich noch einen Ölwechsel gemacht. Also, du bist sehr überzeugt von A, ich habe keine Ahnung, deshalb folge ich deinem A. Gut. Dann gleich eine Runde Geschichtsunterricht. Amerikanische Geschichte. Bill Clinton, Barack Obama und George W. Bush saßen alle an dem gleichen Schreibtisch aus Eiche. Seit 1977 steht der sogenannte Resolute Desk ununterbrochen im Oval Office. Seinen Namen hat er vom britischen Schiff HMS Resolute, das auf einer Polarexpedition im Eis stecken blieb und 1854 zurückgelassen wurde. Ein Jahr später wurde das Schiff von Amerikanern entdeckt und befreit. Die USA schickten es dann zurück nach England. Als Zeichen der Freundschaft ließ Queen Victoria aus dem Holz den Schreibtisch fertigen und schickte ihn dem damaligen US-Präsidenten Hayes. Erste richtige Antwort, die ersten 500 Euro. Sehr geil, super. Komm, lass uns tierisch-tierisch nehmen. Ja, nehmen wir tierisch-tierisch. Tierisch-tierisch. Ich nehme jetzt auch das, was mir am besten gefällt. Ja. Oh. Was? Babyelefanten. Oh. Sind süß. Oh. Fertig. Nächste Frage. Wie süß. Schleppen ihr Spielzeug überall hin mit, lutschen gern an ihrem Rüssel oder C, bekommen von ihren Eltern Schlaflieder zu hören. Ist das eine schöne Frage? Also ich war jetzt in Tansania letzten Winter und da hatten wir vor unserem Hotel so eine Wasserstelle. Da sind die Elefanten in der ganzen Horde immer gekommen. Das sind ja dann teilweise so 30 mit super vielen Babyelefanten. Ich habe die jetzt nie mit einem Stock im Mund gesehen oder irgendwas anderem, was jetzt nichts heißen muss. Ich habe allerdings auch keine Schlaflieder gehört. Also. Haben die denn an ihrem Rüssel dann gelutscht? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Was ich ein bisschen komisch finde, der Rüssel ist ja tatsächlich die Nase. Wenn die den im Mund haben die ganze Zeit, ist der danach sauber, ja. Ist der danach sauber. Also das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Dann fehlt denen ein Instinkt, fehlt denen ein, wie heißt es, Sinnesorgan. Das kann ich mir aber schon vorstellen, ne? Dass die das so summt vielleicht. Ja, oder so. Genau. Von wegen, wir sind bei dir. So ungefähr. Ja, ich finde das irgendwie ganz cool, weil wenn du sagst, die haben nichts mitgehabt und das halte ich für komisch, dass die halt ihr eigenes, noch ein wenig Sinnesorgan die ganze Zeit im Mund halten, sind ja zwei weg, also Mund und Nase. Ja. Die Frage ist, ob man jetzt so einen Stock beispielsweise aus der Distanz, wie ich sie gerade beschrieben habe, unbedingt sehen muss und kann, ne? Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Ich finde aber, bekommt von ihren Eltern Schlaflieder zu hören, das ist irgendwie so absurd, dass es schon wieder stimmen könnte. Ja, vielleicht haben die so kleine Töne nur. Ja, genau. Okay, wollen wir das riskieren ohne Publikumsjoker? Lass uns C nehmen, ja. Ich nehme C. Das gefällt mir am besten. Das läuft ja auch bei Sven so. Töre! Babyelefanten, sogenannte Kälber, haben mit menschlichen Babys manches gemein. So wie ihre zweibeinigen Altersgenossen verfügen sie über einen starken Saugreflex, der instinktiv der Ernährung dient. Die Nähe zur Mutter sorgt nicht nur für Nahrung, sondern auch für Behaglichkeit. Um dieses gute Gefühl auch in anderen Situationen abzurufen, lutschen Babyelefanten gern an ihrem Rüssel. Das hat zudem den Vorteil, dass die jungen Tiere so den Umgang mit ihrem sehr komplexen Rüsselapparat üben. Ich glaube, es ist mehr so. Ja. Schade. Naja. Wir kriegen euch noch. Ja. Bleibt erst mal bei Null, aber da kommt noch was dazu. Ganz sicher. Nächste Kategorie. Lass uns damals nehmen. Wir nehmen damals. Weil da war ich ja auch schon. Damals war ich auch schon. Gar nicht so weit damals. Im Herbst 1974 führte ein plötzlicher Wintereinbruch in Deutschland dazu, dass A. 1 Million Schwalben per Flugzeug in den Süden geflogen wurden. B. Sich der Umsatz an Stricknadeln und Wolle verdoppelte. Oder C. Die Weihnachtsbäume in diesem Jahr deutlich kleiner ausfielen. Oh Gott. Also Moment mal. 1 Million Schwalben per Flugzeug in den Süden geflogen wurden. 1 Million. Warum sollte man Schwalben in den Süden fliegen? Weil es nett ist. Gut, vergiss es. Macht keiner, weil es nett ist. Also die Weihnachtsbäume in diesem Jahr deutlich kleiner ausfielen. Das hieß ja, dass sie quasi ab Herbst nochmal so richtig wachsen.
Ja. Also wenn die im Jahr danach kleiner ausfielen, okay, aber so meine ich. Also logisch ist für mich B. Also das ist, wäre logisch. Ich meine, da streckst du doch wie ein Irrer, ne, als Oma, um die Kinder warm halten zu können. Ja, aber das ist ganz ehrlich, das ist so eine langweilige Antwort. Aber wie, ja, das stimmt. Wie ist, weil die so naheliegend ist. Aber jetzt, ich überlege, wie fliegt man 1 Million Schwalben in den Süden? Man haut die Check-in, alle Gepäckabgabe und rein ins Flugzeug und dann... Alleine, bis sie alle eine Bordkarte haben. Eben. Also, oh, und wieso? Na gut, also dann hat man ja nicht nur die Millionen Schwalben. Warum denn nur Schwalben? Was ist mit den anderen Vögeln? Hat man dann auch davon 1 Million weggeflogen? Wer soll denn sowas machen? Also, ein Pilot. Das ist richtig, aber wer, da kommt doch keiner und sagt, Freunde, wir müssen jetzt mal 1 Million oder 2 Millionen Vögel in den Süden fliegen, weil die selber können das nicht. Wir nehmen die langweilige Antwort B, würde ich sagen. Ja. Schrei dich nicht an, ich sag's schon mal. Ich schrei auch nicht zurück. Weil das andere leuchtet mir nicht ein. Warum sollen denn Weihnachtsbäume kleiner werden, wenn es kalt ist? Also, du meinst echt B? Na, was willst du denn? Erklär mir die Logik von den anderen beiden. Irgendeine Logik. Kann ich den ja nicht. Ja, siehst du? Ja, dann nehmen wir B. Das ist wahrscheinlich bei allen Fragen. Wir nehmen Fragen dein so. B. Ja, wir nehmen B. Wir nehmen B. Okay. Das ist aber also, wenn ihr beide ein Ermittlerteam wärt, ja, das würde nur Langspielfilme können. Ja. Das war viel länger da drüben mit dem Rüssel. Ist mal so. Durch einen plötzlichen Kälteeinbruch im Herbst 1974 in Deutschland wurden die Mehl- und Rauchschwalben, die zu dieser Zeit Richtung Süden aufbrechen, frostig überrascht. Da sie nicht mehr genügend Nahrung fanden, waren die Vögel so sehr geschwächt, dass sie ihren Zug in die Überwinterungsgebiete nicht fortsetzen konnten. Deshalb brachte der Deutsche Bund für Vogelschutz, heute NABU, 1 Million Schwalben in Kartons per Flugzeug über die Alpen nach Norditalien und Südfrankreich, von wo sie dann selbst weiterziehen konnten. Wer hatte diese Idee? Aber hätte ich glaube ich auch nicht gemacht. NABU! Ja, Glückwunsch. Aber glaubst du, dass heute sowas noch jemand machen würde? Oh ja. Meinst du? Ja, heute mehr denn je. Ja, so viel zu eurer Tierliebe. Ja, ich bleib mal 500 Euro. So, und bei euch könnten jetzt die ersten... So, wir können gleich ziehen. Was nehmen wir jetzt? Komm, wir gehen ins Büro. Büro? Ja. Büro. Im Büro. Was gilt laut einer aktuellen Studie der Harvard University für klassische Großraumbüros im Vergleich zu kleineren Büros? A. Es wird öfter am Arbeitsplatz zum Mittag gegessen. B. Die persönliche Kommunikation untereinander ist geringer. Oder C. Es werden weniger E-Mails an Kollegen geschickt. Also logisch wäre ja C. Ja, aber ja. Es wird öfter am Arbeitsplatz zum Mittag gegessen. Ergibt für mich jetzt keinen wirklichen Sinn. Und wir haben jetzt. Es wird also öfter am Arbeitsplatz zum Mittag gegessen in einem Großraumbüro. Warum? Warum sollte der Grund dafür ein Großraumbüro sein? Weiß ich nicht, um die auch da noch zu kommunizieren. Also alle essen zusammen zum Mittag. Das kannst du doch auch... Wenn du essen gehst. Ja. Irgendwann hast du auch keinen Bock mehr auf deine Kollegen. Und hast vielleicht auch einfach mal Bock. Woanders sind sie. Richtig. Das ist wieder genau der Punkt bei B. Wenn das kleinere Büros sind, kommt die zu dir, die Kollegin oder der Kollege mit einem Glas Kaffee und dann schnackst du ein bisschen mehr, als wenn du eh im Großraumbüro bist. Weil das jederzeit stört die Möglichkeit ja hast, mit jemandem zu kommunizieren, meinst du? Ja, und das stört ja auch, wenn du dich mit dem unterhältst. So, es werden weniger E-Mails an Kollegen geschickt, das macht natürlich auch Sinn, weil du kannst es direkt sagen. Wobei Großraumbüro, das ist ja auch hier und wenn die da hinten sitzen, kann ich ja auch nicht schickst mit denen. Schickst du auch eine E-Mail? Dann schicke ich auch eine E-Mail. Also B würdest du jetzt sagen, ja, die persönliche Kommunikation untereinander ist geringer. Würde man ja im ersten Moment auch für unlogisch halten, aber ich halte es eigentlich auch eher für logisch. Lass uns B nehmen. Wir nehmen B. B. Es ist sicherlich kein Zufall, dass du dich heute für die Farbe der Hoffnung entschieden hast. Eben, hat ja auch gerade schon geklappt, ne? Forscher der Harvard University untersuchten 2018 in einer Studie Großraumbüros im Vergleich zu kleineren Büros. Mit einem überraschenden Ergebnis. Nach einem Umzug in ein Großraumbüro stieg die Anzahl der Gespräche der Angestellten nicht etwa, sie ging um rund 70% zurück. Dafür schrieben sie sich nun bis zu 50% mehr E-Mails und Sofortnachrichten. Die Forscher vermuten den Grund für die geringere persönliche Kommunikation darin, dass die Mitarbeiter so einerseits die Privatsphäre erhalten wollen und zum anderen bemüht sind, möglichst beschäftigt zu wirken.
Richtige Antwort. Und die ersten 500 Euro für euch. Okay, kannst du mal überlegen, woran du bist. Lass die wirklich zahlen. Nein. Wie guckst du jetzt aus? Nein, es war nicht gut. Okay, dann mir gefällt clever jetzt. Clever. Zarte, feinblättrige Gartenkräuter sollten im Gegensatz zu Kräutern mit festen Blättern A. erst kurz vor dem Servieren zerkleinert werden, B. nie neben Gurken angepflanzt werden oder C. immer erst nach der ersten Blüte geerntet werden. Also was wäre denn zum Beispiel ein feinblättriges Gartenkraut? Rosmarin. Ist das fein? Das ist ein feinblättriges. Und was ist das grobblättrige? Und grob wäre dann Blattpetersilie. Das wäre dann jetzt grobblättrig. Ja, Minze, Basilikum vielleicht. Ja, Basilikum, diese wo man große Blätter hat. Ja. So. Und die würde man erst kurz vor dem Servieren zerkleinern, weil die sonst, weil natürlich die Oberfläche dann die Schnittfläche im Vergleich zur Gesamtgröße vielleicht größer wird. Es geht was verloren. Schneller verloren als bei grobblättrigen wahrscheinlich. Jetzt, ich habe ja gelernt aus der letzten Frage. Also jetzt kommen die Gurken. Die Gurken? Jetzt kommen die Gurken in meinen Kopf, weil wahrscheinlich machen also die Gurken Sachen, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Aber jetzt ist ja die Gurke, gehört ja nicht zur Familie der Kräuter. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nur darum, dass man die nicht neben so, Gurken da, anpflanzen soll. Ja, das ist doch... Ich glaube, hast du jetzt gedacht, dass ich eine Gurke als grobblättrige... Nein, niemals. Aber du würdest... Nein, ich war da schon das lange weg. Das musst du dir nicht gefallen lassen. Bis heute mochte ich dich eigentlich. So. Aber ich habe doch nur... Ich meine, aber Gurken, das ist doch egal, ob das Blatt groß oder klein ist. Gut, schmeißen wir die Gurke aus dem Kopf. So, Gurke weg. Also, immer erst nach der ersten Blüte geerntet werden. Nach der ersten Blüte. Also die soll man erst nach der ersten... Was unterscheidet? Die zweite Blüte schmeißt man dann weg, oder was? Ja, also man wartet, bis sie geblüht haben, und dann schmeißt man sie weg. Dann erntet man sie. Also genau. Erst, wenn sie geblüht haben. Das heißt, die anderen würdest du schon mal ernten, auch bevor sie geblüht haben. Also, ich wäre für A. Ich bin hier das andere erschließt sich mir nicht. Nee, mir auch nicht. Sollen wir noch mal A probieren und danach... Wir probieren A und dann nie wieder? Und dann nie wieder. Okay. Wir nehmen noch einmal A und dann nie wieder. Genau. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Und auch das ist ja wichtig zu wissen für alle, die sehr häufig in der Küche aktiv sind. Ja, das ist mit dem Ernten. Kräuter wie beispielsweise Rosmarin oder Lorbeer besitzen sehr feste Blätter und entfalten daher ihr Aroma erst bei längerer Kochzeit. Der Grund dafür sind verdickte Zellwände und eine Schutzschicht, die die mediterranen Kräuter vor Verdunstung schützen. Zarte, feinblättrige Kräuter wie Basilikum oder Dill hingegen sind sehr hitzeempfindlich. Am besten werden sie erst kurz vor dem Servieren zerkleinert und zu den Speisen gegeben, damit sie ihr Aroma nicht vorzeitig verlieren. €1.000! Auch Haushaltstreffen. Ist der Papa sehr kompetitiv? So, will er immer gewinnen oder nicht? Nee, eigentlich ist er sehr entspannt, finde ich. Ja. Aber es war jetzt auch sehr einfach, muss man sagen. Ne? Komm, wir machen mal weiter mit Taxi. Nein, das war total schwierig. Ja, ich kann jetzt einfach. Trick 17. Trick 17. Psychologische. Damit nach dem Spülmaschinengang keine Kalkflecken auf Gläsern übrig bleiben, hilft A. ein großer Holzlöffel im Besteckfach, B. ein Flummi auf dem Boden der Maschine oder C. eine Tasse mit Essig im oberen Fach. Ein Flummi auf dem Boden der Maschine? Ja, hier lernt man verrückte Dinge. Ich würde C sagen. Also B würde ich jetzt auch schon mal ausschließen. Also packst einen Flummi mit rein und dann geht die Maschine los und der Flummi ist in der Maschine oder was? Springt da hin und her, der macht doch eher so ein Glas kaputt, oder? So. Ja, kann ich mir auch. Also das ist ja Wasserkraft. Und das verstehe ich jetzt nicht so richtig, welchen Sinn das ergeben soll mit dem Holzlöffel im Besteckfach. Also zumindest auch Holzlöffel landen bei mir mal im Besteckfach. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Gläser danach glänzender sind, als wenn da kein Kochlöffel im Besteckfach ist. Aber es kann ja irgendwie sein, dass durch den Holzlöffel irgendwelche Sachen entweder freikommen oder aufgenommen werden. Also du gehst eher auf Holzlöffel, ja? Ich gehe auf Holzlöffel, warum auch immer. Okay, also wie gesagt, ich gehe eher, ich tendiere zu Essig, aber ich glaube auch, dass Holzlöffel richtig sein könnte.
Wir nehmen A. Der Chef hat gesprochen. Klar, natürlich. Ist ein freies Land. Wer in einer Region lebt, wo das Wasser eher hart ist, kennt Kalkflecken, die nach dem Spülmaschinengang auf Gläsern übrig bleiben. Da hilft eine mit etwas Essig gefüllte Tasse, die in eine Ecke des oberen Fachs gestellt wird. Der Essig wird beim Spülgang verteilt und sorgt dafür, dass das Wasser weicher wird. Und die lästigen Flecken auf dem Geschirr werden deutlich reduziert. Was ist das für ein Blödsinn? Wieso ist das denn Blödsinn? Oh. Du musst dich da mal mit reinsetzen, dann weißt du auch, wie das da funktioniert in so einer Spülmaschine. Ja, aber da packe ich doch Essig in dieses Glasspülfach rein. Offensichtlich nicht. Essig soll ja da oben sein, wo auch die Gläser sind. Boah, das ist überlegen, ey. Ja, alles klar. Oh Mann, ey, darüber kannst du echt nicht mit einem Mann reden. Ganz schnell die nächste Kategorie, bitte. Eine sehr friedliche Familie, Eltern. Ganz schnell. Auch schon gemerkt. So. Was? Na, warte mal. Ich finde ja andere Länder, andere Sitten gar nicht schlecht, weil man lernt was. Nee, ja, dann lass uns was lernen. Andere Länder, andere Sitten. Nur mal ein Lernprogramm jetzt. Wer im Vereinigten Königreich auf einen goldfarbenen Postbriefkasten stößt, A. sollte schnellstens bei einer Hotline der Royal Mail anrufen. B. übermittelt eine Lieferung ans Königshaus oder C. befindet sich im Heimatort eines Goldmedaillengewinners. Wer hat das ausgesucht? Oh. Sollte schnellstens bei einer Hotline der Royal Mail anrufen. Was ist, warum sollte man die Hotline der Royal Mail anrufen? Übermittelt eine Lieferung ans Königshaus. Wer? Das glaube ich, also. Nee, das glaube ich auch nicht. Befindet sich im Heimatort eines Goldmedaillengewinners. Vielleicht hat die Post das so gemacht. Find ich ganz, das finde ich ganz schön. Das finde ich auch schön. Hier hat ein Goldmedaillengewinner gewonnen und hier kommt ein Post. Wir reden von einem Briefkasten, wo ich meine Post reintue, damit sie weitergeschickt wird. Also nicht der Briefkasten am eigenen Haus, wo meine Post landet. Wer auf einen goldfarbenen Postbriefkasten stößt, befindet sich im Heimatort eines. Ich finde das eigentlich schön. Hat die das gemacht? Mag das? Nee, ne? Das kann ich Vielleicht machen die sowas. Das wäre total super. Ich habe es noch nie gehört, aber. Aber warum sollst du schnellstens bei einer Hotline der Royal Mail anrufen? Das überlege ich. Welchen Grund? Ich laufe da rum und dann sehe ich auf einmal, jetzt rufe ich die Hotline an. Mir schnell die Hotline anrufen. Und dann sagen die, ich habe hier einen goldenen Briefkasten gesehen. Und dann sagen dann die, sagen die, ja, sie befinden sich auch im Heimatort eines Goldmedaillengewinners. Genau. Irgendwie. Ne? Also. Brauchst du da nicht anrufen, weil die das dir das sagen, genau. Weil es klar ist. Sollen wir nehmen? Wir nehmen C. Rebellisch. Oh, das können wir, wenn das stimmt, das können wir doch übernehmen. Dann, aber dann müssen sie es ja nicht kopieren, dann machen wir hier goldene Mülltonnen. Seit 1874 sind die Briefkästen der britischen Royal Mail traditionell rot. In den letzten Jahren lassen sich quer durchs Vereinigte Königreich verteilt jedoch rund 100 in Gold erstrahlende Exemplare finden. Auslöser für den Neuanstrich waren die 2012 in London veranstalteten Olympischen und Paralympischen Spiele. Kästen in den Heimatorten britischer Goldmedaillengewinner wurden farblich angepasst. An jedem ist eine Plakette angebracht, die auf den Athleten hinweist, dem er gewidmet ist. €1.500 sind es für euch. Das ist sehr gut. Moment, wir machen jetzt mal eine Kategorie, eine Frage, mach Esther mal ganz alleine. Okay. Das wär gut. Kein Problem. Okay, wir nehmen Schlagzeilen. So, Esther, hier ist deine Frage. Ich lehne mich mal zurück. Nein, bleib bei mir. Ein Dieb in der chinesischen Provinz Jiangsu stahl im Januar 2018 A. einen 800 Meter langen Straßenabschnitt aus Beton, B. mehrere Tonnen Klebeband aus 114 Supermärkten oder C. den hintersten Wagen der fahrenden transsibirischen Eisenbahn. Wenn du jetzt das Publikum befragst, ist Elton wieder da. Ja, ich komm mal lieber wieder hierher. Nicht das. Macht jetzt auch keinen großen Unterschied, du hättest ruhig sitzen bleiben können. Ich sag ja trotzdem nichts. Okay. Pass auf, du musst einfach nur Ja-Nein sagen.
Nee, das klappt nicht. Genau. Ich muss erstmal die Frage nochmal. Ein Dieb in der chinesischen Provinz Jiangsu stahl im Januar 2018. So. Also einen 800 Meter langen Straßenabschnitt aus Beton. Wie willst du den alleine klauen? Bagger? Mit dem Bagger alleine. Über Nacht? Ja. Also mehrere Tonnen Klebeband aus 114 Supermärkten macht schon eher Sinn, wenn du dir die alle zusammenklaust. Aber was willst du mit mehreren Tonnen Klebeband? Wie will ich auch ausschließen, mehrere Tonnen Klebeband aus 114 Supermärkten, den hintersten Wagen der fahrenden transsibirischen Eisenbahn. Also A, wirklich, das hätte man auch auf jeden Fall hundertprozentig gehört. Stimmt, da hast du recht. Ich bin für A. Einen 800 Meter langen Straßenabschnitt aus... Aber was machst du damit? Seine eigene Straße. Dann, ich bin auch für A, deswegen nehmen wir A. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Ich bin mir natürlich nicht sicher, Trotzdem kriege ich wieder die Schuld, wenn das nicht A. Nee, ich bin diesmal auch wirklich für A. Gut, bin... Aber ich entscheide gleich. Wie, was? Ob ich dir die Schuld gebe oder nicht. Wir nehmen A. Total unauffällig, so einen 800 Meter langen Straßenabschnitt zu klauen. Ein Dieb im ostchinesischen Dorf Shangqishu nahm das Wort Straßendieb etwas zu wörtlich. Er mietete einen Bagger und stahl über Nacht einen 800 Meter langen Straßenabschnitt aus Beton. Am nächsten Tag meldeten Anwohner die aufgerissene Straße bei der Polizei. Diese konnte den Täter, der die Betonteile für umgerechnet knapp 700 Euro an einen Händler für Gesteinsmaterial verkaufte, schnell festnehmen. Seine Verteidigung? Seit einem Straßenneubau in der Nähe wäre die alte Straße sowieso überflüssig. Richtige Antwort. 1000 Euro sind es bei euch. Wir haben noch vier Kategorien. Zahlen bitte, Technik, Fragezeichen und Erfinder. Du hast vorhin Zahlen gesagt. Ja. Zahlen, dann nehmen wir jetzt Zahlen bitte. Okay, Zahlen bitte. Zahlen bitte. Im Jahr 2017 konsumierte jeder Deutsche im Schnitt 113 A. Liter Vollmilch, B. Kugeln Eis oder C. Tassen Tee. Moment, er hat im Jahr 113. Das heißt, 365 entspricht 113. 1 entspricht 113 durch 365. Ja. Und was kommt dabei raus? Ja, das ist doch jetzt dein Problem. Ja, siehste, so, das muss jetzt los. Das heißt, alle drei Tage eine Kugel Eis. Hm. Was würde das für die Milch bedeuten? Ein Drittel Liter, 0,3 Liter Milch. Ja, das ist aber zu wenig. Also Milch wird doch mehr verbraucht. Würde ich auch denken, natürlich. Oder? Natürlich. Also die Milch fällt ein Liter am Tag, würde ich sagen. Die Milch fällt für mich raus. So, okay. Eine Drittel Tasse Tee. Das heißt, jeder Deutsche trinkt alle drei Tage eine Tasse Tee. Ja, das Eis. Wir kommen zum Eis, weil der Sommer ist so eine Hocheiszeit. Dann ist vorbei mit Eis. Und dann kommt eine neue. Und dann kommst du auf so eine kleine. Ja, oder kommst du auf so eine kleine Menge, die interessant ist. Ich würde B nehmen. Bäh. Moment, aber jeder Deutsche. Achso. Jeder. Konsumiert jeder Deutsche? Warte. Aha. Jeder Deutsche konsumiert 113 Kugeln Eis. Ich bin jetzt ein Deutscher. Ja, bleibst du dann so, auch. So, ich bin jetzt mal ein Deutscher. Deutsche. So, und wir reden jetzt, sagen wir mal, von drei Monaten. Drei Sommermonate oder von vier Sommermonaten? Nehmen wir mal vier Sommermonate, kann man ein bisschen leichter rechnen. Das heißt, in vier Monaten. Sind das 20 Kugeln Eis? 30 Kugeln Eis. Geteilt durch 30 ist am Tag eine Kugel Eis. Ja klar, ich habe das Jahr vorher gedrittelt. Hey! Wie abgefahren. Zahlen bitte. Ich würde jetzt wirklich das Publikum fragen. Also jetzt ist der Punkt erreicht, wo mir deine Rechnerei alle durch den Kopf durcheinander gebracht hat im Kopf. Wollen wir fragen? Ja, lass uns das Publikum fragen, dann sind wir nicht schuld. Ich kann nicht mehr. Ich habe zu viel gerechnet. Sag mal. Oh, das gibt wieder Ärger. Sag mal. Tschang! Oh. Wieder aber. Bam, war der oben. Ja, ne?
So wie du da eben hochgeschossen bist, könntest du auch als Flummi in der Spülmaschine. Ja. Wie heißt du? Ich bin Nico und komme aus Seevetal. Mhm. Ich glaube, ich würde zu A tendieren, aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ich würde A nehmen. Okay. Warum? Vielleicht noch einen Satz dazu? Weil viele trinken ja auch gerne Milch und ich glaube, dass das vielleicht die richtige Antwort sein könnte. Okay, Nico, dann haben wir A eingeloggt und gucken, ob das richtig ist. Der Pro-Kopf-Konsum von Tee lag im Jahr 2017 bei 27,5 Liter. Das entspricht ungefähr 220 Tassen. Ohne andere Milcherzeugnisse mit einzurechnen, wurden im gleichen Zeitraum in Deutschland pro Kopf ca. 27 Liter Vollmilch konsumiert. Darüber hinaus verzehrte jeder Bundesbürger 2017 durchschnittlich 7,9 Liter Eis. Dies entspricht rund 113 Kugeln. Ah, es ist doch das Eis. Das finde ich auch unerwartet. Nico, ja. Aber das Finale kommt ja noch und ja. Du weißt, es bleibt spannend bis zum Schluss. Danke dir trotzdem. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja. Ah, das Eis war es doch. Da wart ihr zwischendurch mal, aber da seid ihr wieder weggekommen. Ne? Kommst du nicht mehr. Nein, ja. ich es bleibt bei 1.500 Euro, jetzt könnt ihr ausgleichen. Ja, du warst gut, mach mal wieder alleine. Oh, jetzt bist du immer noch beleidigt. Ich bin überhaupt nicht beleidigt, hat eben nur gut funktioniert. Deswegen tue ich so, als ob ich beleidigt wäre. Erfinder. Ja, nimm doch ruhig Erfinder. Für welche technische Neuheit erhielt ein schwäbischer Student den Mechatronikpreis 2018? A. Dynamikregelung für High Heels. B. Heizungsaufsatz für Staubsaugerroboter. Oder C. Aufprallschutz für Smartphones. Okay, kann mir jetzt erstmal jemand erklären, was. Wahrscheinlich ist das so Innovationspreis, Technikerpreis. Also irgendwas für Technikpreis. Also Dynamikregelung für High Heels. Also bei allem. Das sieht schließlich aus, weil das gibt es doch schon länger. Du nimmst so ein dickeres. Schutzdöns mit Gummi. Und dann fällt es. Gut, vielleicht ist es eben was Schönes, weißt du? So ein Aufprallschutz und schön. Ich bin für A. Auch so ein schwäbischer Student, ja? Der wird sich doch nicht mit High Heels auseinandersetzen. Oder der hat eine Freundin gehabt, die gesagt hat, das ist immer so unbequem. Und durch die Dynamikregelung ist es irgendwie wesentlich bequemer. Und der dachte sich, Mensch, Mäuschen, ich habe gerade nicht so viel zu tun, ich probier's mal. Und zack, hat er die Innovation gehabt. Wir können auch noch das Publikum fragen. Ja, ja. Also Schwaben, die sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie ein bisschen aufs Geld achten. Wieso? Dann könnte es natürlich der Aufprallschutz für Smartphones sein, weil machen wir uns nichts vor, einmal runtergefallen hat das Ding meistens eine Macke. Und so hat er sich gedacht, super, könnte er rumwerfen, wie er wollte. Warum soll das jetzt 2018 auf einmal? Ja, es geht ja nicht darum, dass es was komplett Neues sein muss, oder? C schließt sich komplett aus. Ah, also wir könnten wieder Ärger kriegen, mein Freund. Wir können natürlich das Publikum fragen, aber ich glaube, das muss man wirklich gelesen haben. Was, okay, komm, wir nehmen A. Ja? Wir nehmen A. Finde ich so. Pass auf, jetzt ist es C. Dann ist aber echt hier zappenduster, glaube ich. Dann gehe ich. Sie hätte das sagen können. Sehr gut, ich bin mal gespannt. Kurz mal nicht aufgepasst und schon ist das Smartphone aus der Hand gerutscht, das Display zersprungen. Eine Reparatur ist meist sehr kostspielig. Um das zu verhindern, hat Philipp Frenzel, Student an der Hochschule Aalen, eine Art Airbag für Smartphones erfunden. Er entwickelte eine Schutzhülle mit Sensoren, die den freien Fall des Handys erkennen. Eine Metallfeder entfaltet sich dann blitzschnell und dämpft den Sturz ab. Für seine Erfindung erhielt Frenzel 2018 den Preis der Deutschen Gesellschaft für Mechatronik. Habe ich noch nie gesehen. Ja, gibt's ja auch noch nicht. Ja, super. Also bleibt bei 1.000 Euro. Wir hätten 1.000 Euro mehr. Oh, jetzt Technik. Ich bin jetzt nicht so der Technik. Ja, dann nehmen wir doch das Fragezeichen. Wollen wir das Fragezeichen nehmen? Bei Technik kennen die sich aus. Ja. Der Großteil gängiger Aquarienpflanzen kann sowohl in Salz als auch in Süßwasser gedeihen. B ist für den Menschen hochgiftig. Oder C wird an Land aufgezogen. Also für den Menschen hochgiftig ist, glaube ich. Was heißt eigentlich hoch? Na, hochgiftig, ja, Berührung, wie auch. Ja, du isst es und dann bist du tot. Das würde ich glauben. Oder zumindest hast du eine sehr starke. Das glaube ich nicht, weil das wäre, dann würde ja keiner mehr seinem Kind ein Aquarium hinstellen. Also das halte ich für unlogisch. Fass da nie rein, du darfst es nicht essen. Das glaube ich nicht.
Also B fällt für mich flach. Du lässt dich so einfach. Ja, okay. Was sagst du zu A? Ein Großteil gängiger Aquariumpflanzen. Ich denke mal, die meisten Leute kaufen sich Salzwasser-Aquarien und auch Süßwasser-Aquarien. Das heißt, um davon viel verkaufen zu können, müssen die für beides tauglich sein. Das heißt, ja. Wäre für mich logisch. Also an Land aufgezogen, da ist, glaube ich, die Idee, das sieht halt aus wie irgendwie so ein Farn und dann wird der ins Wasser gestoppt. Genau. So. Das ist natürlich die Frage, warum nicht? Aber dann würde der unter Wasser ja dann doch ganz blöd ausschauen. Ich habe so, da steht dann dran, so. Landaufzucht. Da bin ich vielleicht C wirklich unwahrscheinlich. Also ich tendiere eher für A. Das Schlimme ist, ich bin gar nicht für A, ist mein Problem. Du bist überhaupt nicht für A. Nein, das ist ja das Schwierige. So, dann bleibt nur noch C. Ja. Dann nehmen wir jetzt diesmal. Entscheide du. C. C. Oh, ich bin jetzt. Oh. Oh Gott. Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Zum Glück hast du das gesagt. Aquarienpflanzen sehen nicht nur optisch gut aus, sie bieten vielen Zierfischen auch wichtige Rückzugsmöglichkeiten. Bei der Aufzucht der Pflanzen sollen die Setzlinge möglichst schnell und kräftig wachsen. Viele Züchter setzen daher auf einen Anbau außerhalb des Wassers, in klassischen Gewächshäusern. So ist die Versorgung mit Kohlendioxid viel effektiver und Algen und Keime im Wasser können das Wachstum nicht behindern. Beim späteren Einsatz unter Wasser verändern manche Arten dann leicht ihre Form und Farbe. €2.000! Aber ihr könnt ja jetzt noch anrücken. Oh. Aber wir können immer noch gewinnen, letzte oder? Frage, wir können immer noch gewinnen und Technik. Wir haben auch noch jetzt Publikum. Wir können noch ordentlich was raushauen. Okay. Ja, so, aufpassen. Bestimmt irgendwas mit Handyhüllen. Was ist bei Photovoltaikanlagen zu beachten? A. Der Neigungswinkel sollte 25 Grad nicht überschreiten. B. An besonders heißen Tagen nimmt ihre Wirkung ab. Oder C. Eine auf dem Boden installierte Anlage produziert weniger Strom. Ich bin voll raus. Du darfst entscheiden. Ihr habt ja noch einen Publikumsjoker. An besonders heißen Tagen. Das ist das Gute. Ja, nimmt ihre Wirkung dann lass ab. Uns doch. Elton, oder hast du was beizutragen? Ich würde, also ich weiß es nicht, deswegen, wenn ich was jetzt sage, nimmt es nicht für so voll. Ich weiß nicht, aber ich kann auch, ich würde auch ein Tick für B tendieren, wenn es heiß ist, dann schalten die ein bisschen ab, damit die nicht. Genau, überhitzen. Zum Beispiel. Ja. Ah, Neigungswinkel, was ist denn 25 Grad? Das sind. So, wir machen schon mal das Licht an. Gucken schon mal ein bisschen ins Publikum. Das sind 90, das sind 45. Das heißt 25 Grad. So, wo sind die Photovoltaik-Experten? Also A schließe ich aus, weil manche Dächer. Ja, aber jetzt. So, und dann soll das nicht funktionieren. Und einer auf dem Boden produziert weniger Strom, kann natürlich auch sein, weil da die Sonne nicht. Aber gut. Sollen wir die. So, ja? Kennt sich jemand aus mit Photovoltaikanlagen? Tja. Da hinten jetzt steht schon auf, ihr beide. Super! Ah. Was soll ich machen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er weiß es oder er muss zum Bus. Ist, ja? Die Sonne nicht direkt da drauf. Wieder noch. Grüß dich. Moin, Dominik mein Name. Moin. Ich habe leider auch nicht so richtig Ahnung, muss ich gestehen. Aber Neigungswinkel von 25 Grad würde ich ausschließen, weil das ist ja Schwachsinn. Sonne kommt ja meistens irgendwo von oben. Gut, haben wir ausgeschlossen. Genau. Eine Anlage auf dem Boden installierte, also eine auf dem Boden installierte Anlage produziert weniger Strom. Was ist der Unterschied von den 5 Metern zum Dach? So, dass es maximal Sonnenstrahlen. Würde ich auch sagen. Also okay. Ich bin auch bei B, da sind Flüssigkeiten irgendwie im Spiel, wenn die erhitzen, vielleicht leiten die den Strom nicht mehr so doll, vielleicht überhitzen die tatsächlich. Das wäre mir auch am schlüssigsten. Okay, also B wäre deine Antwort. Jawohl. Dominik, alles klar, B haben wir notiert. Ja, bleib ruhig stehen, ne? Weil das muss man jetzt durchstehen bis zum Ende. Die am häufigsten verwendeten Module in Photovoltaikanlagen basieren auf kristallinem Silizium. Am besten wandeln Sie die Sonnenstrahlung in Energie um, wenn Ihre Temperatur 25 Grad Celsius beträgt. An sonnigen Frühlingstagen ist die Leistung einer Anlage ideal.
Steigen die Temperaturen im Sommer jedoch stark an, sinkt die Energieumwandlung. Pro Grad Temperatur um 0,35 bis 0,45 Prozent. Bei Temperaturen um die 40 Grad ist mit einem Leistungsverlust von etwa 5 Prozent zu rechnen. Richtige Antwort, 500 Euro noch mal oben drauf. Und damit haben wir vor dem Finale. Bernhard und Sven Martinek haben 2000 Euro erspielt. Elton und Esther Sedlacek haben 1500 Euro auf dem Konto. Hier ist das Finale. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Chemie. Oh. Bist du da gut? Okay. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Oh Gott. Was macht ein Metall zu einem Edelmetall? A. Seltenheitswert, B. Korrosionsbeständigkeit oder C. Dichte. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Alle äußeren, das sind alle äußeren, aber sehr Elektroden. Das ist echt halt, glaube ich. Ja. Silber wird auch ganz stark. Beide Teams haben auf eine Antwort gesetzt, haben Geld riskiert. Meine Damen und Herren, die Entscheidung gibt's gleich. Bleiben Sie bei uns. Wir spielen heute das Vater-Tochter-Duell mit Sven Martinek im Team mit Bernhard Hoeker. 2000 Euro haben die beiden erspielt. Und gegenüber Esther Sedlacek mit Elton. 1500 Euro auf dem Konto. Was ist los? Aber beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Was macht ein Metall zu einem Edelmetall? A. Seltenheitswert, B. Korrosionsbeständigkeit oder C. Dichte. Jetzt schauen wir erstmal, was ihr gesetzt habt. Wie viel Geld habt ihr eingesetzt? Bernhard und Sven? 1.001 Euro. Oh, ich kann das selber. Ja klar, der ist gewusst. 1.499 wow. Euro. Sehr gut. Ja, das hatte ich. Ich hab dir noch gesagt, deshalb war es gut, dass wir es noch. Sehr gut. So, auf welche Antworten habt ihr getippt? Bernhard und Sven haben getippt auf Antwort B. Elton und Esther haben getippt auf Antwort C. Ein Metall zu einem Edelmetall macht Seltenheitswert, Korrosionsbeständigkeit oder Dichte. Und die richtige Antwort ist... Die Dichte sein, wenn es mehr ist, ist es schwerer. Antwort B. Nein. Die Korrosionsbeständigkeit. Bernhard und Sven, Glückwunsch. 3.001 Euro. Und das heißt für jeden von euch 42,27 Euro. Oh. Vielen Dank. Alles Gute. Aber ihr habt so toll harmoniert und es hat trotzdem nicht gereicht. Oh. 42,27 Euro. Der Betrag, den unsere drei App-Gewinner heute einstreichen. Danke fürs Mitspielen, danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Danke an Sven Martinek und Esther Sedlacek.